Haben Sie sich von Ihren Mailänder Anstrengungen gut erholt und glauben Sie, dass Ihr Rekord nun anerkannt wird? Ja, ich denke schon, aber das Wesentliche für mich ist, dem Publikum bewiesen zu haben, dass mein Rekord gültig ist. Der Rest ist lediglich eine Prinzipienfrage. Haben Sie sich vor Ihrem Rekord in Mailand gedopt? Oder haben Sie sich überhaupt schon einmal gedopt? Ich habe immer gesagt, dass ich Stärkungsmittel unter medizinischer Aufsicht nehme. Aber man sollte die Grenze ziehen zwischen Stärkungs- und Dopingmitteln, was bisher seitens der Mediziner noch nicht geschehen ist. Jacques Anquetil, halten Sie Doping bei Sportlern für schädlich? Ich glaube, dass man sich beim Sport nicht zu dopen braucht. Sport ist sehr gut für die Jugend und es ist unnötig, sich zu dopen, um eine Leistungssteigerung zu erzielen, denn sie ist von kurzer Dauer. Glauben Sie, dass man das Doping im Sport jemals unterbinden kann? Man macht viel zu viel Aufhebens um das Doping. Ich glaube aber nicht, dass sich sehr viele Sportler dopen, denn Dopingwirkung ist von kurzer Dauer. Wo ist Ihrer Meinung nach die Grenze zu ziehen beim Doping? Das kann ich nicht sagen, das ist Sache der Ärzte. Es fragt sich, ob man Vitamin C, Vitamin B oder Vitamine aller Art nehmen darf. Vor allem für einen Sportler, der wie ich jährlich 200 Tage aktiv ist. Und was halten Sie von dem viel diskutierten Fall Tom Simpson? Es ist Sache der Experten, darüber zu entscheiden. Aber nach den Befunden hat noch niemand gesagt, dass dieser Mann infolge Dopings gestorben sei. Simpson war ein Radsportler, der immer seine Möglichkeiten überschritt. Er brach schon mehrmals am Ziel zusammen. Man glaubte sogar, er schauspielere. An jenem Tage traute er sich zu viel zu. Aber ich glaube nicht, dass er gedopt war.